Hallo, herzlich willkommen Whisky-Freunde. Bereits wieder ein neues Video. Heute ein bisschen was Spezielles. Ja, um was geht es? Wir haben eine kleine Sonderabfüllung, von dem gibt es nur wenige Flaschen. Zwar geht es um einen Benevis, der in einem Blood Tap Sherry Fass lag. Ja, das Ganze ist von der Whisky Hut abgefüllt, beziehungsweise von Roger Vollenweider. Wie sieht das aus? Das ist jetzt hier eine Beispielflasche. So sehen die Flaschen im Normalfall aus. Das ist jetzt eine Jahresclub-Abfüllung. Da ist auch immer Rieckers mit im Spiel. Wie gesagt, ist das eine Beispielflasche. Hier geht es um einen Benevis Sherry Blood Tap, ja, peated. Das sind mehrere spezielle Sachen. Wir haben einen peateten Benevis, sprich einen rauchigen Benevis. Dann haben wir 56,6% und eben dieses ominöse Blood Tap. Was ist das? Blood Taps sind relativ kleine Fässer. Ich glaube, das sind ziemlich die kleinsten Fässer, die noch mehrheitlich in Gebrauch sind für spezielle Abfüllungen, für Nachreifungen und so weiter. Das sind Fässer um die 30 bis 50 Liter. Das heißt, man bekommt relativ schnell Aroma in die Whiskys, wenn die Fässer noch Aromastoffe abgeben. Deswegen ist auch die Lagerzeit in denen relativ kurz. Ja, Peated Benevis, Blood Sherry Tap. Das dürfte sehr interessant werden. Ich habe hier ein Sample. Das hat der liebe Roger beigelegt, bei den ganzen Sets, die er momentan rausschmeißt. Jetzt im Moment hat er gerade ein PC und Octomore Set am Laufen. Die sind immer ganz interessant. Wir schenken jetzt hier mal ein Schlückchen ein. Einen kleinen Rest werde ich mir noch behalten. Zu Testzwecken. Gibt nur sehr wenige Flaschen. Ich bin nicht sicher wie viel. Ich glaube um die 50. Serge hat ja den von Whisky Fun, sollte jeder eigentlich kennen, hat den bereits verkostet und gab ihm eigentlich relativ gute 88 Punkte für einen dreijährigen Benevis. Finde ich mal nicht schlecht. Gratulation nochmal an die Whisky Hut für diese Bewertung. Klar, ist eine Einzelmeinung. Das betont Serge Valentin auch immer wieder. Auch wenn man ihn kennt, es ist nur eine Einzelmeinung. Die Notes dazu könnt ihr hier nachlesen. Keine schlechte Bewertung, wie ich finde. Ja. Schauen wir. Zuerst einmal ohne Wasser, die Farbe, ja, das ist so ein Bernstein, ordentlich Farbe abgegeben. Gucken wir und riechen wir, was der Kollege kann. Ja, als erstes ein ziemlich dreckiger Rauch. Ja, mir kommt jetzt spontan in Sinn, wenn Sie gerade die Straße frisch teeren, wenn es heiß ist, dieser Asphaltiergeruch, ist auch ein bisschen Bitumen. Und dann aber ein schöner Kohlerauch. Auch etwas Öl, also gebrauchtes Motorenöl. Das Ganze wird aber im Hintergrund von einer schönen Sherry-Süße begleitet. Das sind auch schon wieder Rosinen. Schöne Dörrpflaumen. Auch so eine Brombeermarmelade. Ja, der bringt viel Aromenfracht in der Nase. Ich hoffe, der kann das im Mund dann auch halten. Nicht, dass der am Gaumen dann flach ist, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Orangenkompott. Ja, dieser Rauch ist schon... so ein richtiger Kohlerauch. Gepaart mit diesen Teer- und Bitumenaromen. Auch etwas... gebrauchtes, dreckiges Motorenöl.
Vielleicht auch etwas verbrannter Gummi, aber sehr schwach. Ja, aber auch Zitrus, der hat auch Zitrusfrüchte drin. So ein bisschen Zitronenzeste, aber nur ganz wenig. Ja, der Alkohol sticht ein bisschen in der Nase, hat auch fast 57%. Ja, probieren wir einen Schluck Slange. Ja, so ein richtiger Kohlerauch jetzt auch im Mund. Leicht trocken beim Zahnfleisch. Jetzt aber eine schöne Süße. Es kribbelt ein wenig, der Alkohol ist ein wenig stark. Ich werde den nachher mit 2-3 Tropfen ein bisschen verdünnen. Auch jetzt wieder diese Orange und die Brombeere. Der Sherry-Einfluss mit den dunklen Rosinen, Feigen, Datteln, so in dem. Jetzt richtig dick. Ist auch relativ ölig schon für einen Dreijährigen. Also der macht auf jeden Fall Spaß. Ja, jetzt hat er so eine Note. Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland kennt. Bei uns heißt das ein Cervela. Das ist die kürzere, orange, bräunliche Wurst auf dem Feuer, auf dem Grill. Ja, jetzt hat er so eine 1-2 Cervela-Wurst-Note. Mit ein bisschen Senf. Das hatte ich jetzt auch noch nie. Ja, aber auch sonst ein bisschen eine Senfaromatik jetzt. So dieser Mittelscharfe von Tobi. Ich weiß, das klingt ziemlich dämlich, aber ja, etwas Pfeffer auch. Schwarzer Pfeffer. Ja, der macht schon Spaß. Das Ding macht schon Spaß. Bleibt auch lange im Mund kleben, aber das ist halt bei den Rauchern allgemein so, da ist das Alter nicht so entscheidend. Jetzt geben wir da mal 2-3 Tropfen rein. Mal gucken. Ja, jetzt wird er ein bisschen fruchtiger. Ja, diese Wurstnote ist jetzt weg, auch dieses Dreckige ist nicht mehr so da. Ich denke, das hat sich jetzt auch ein bisschen eingeprägt im Kopf, dieser Rauch, dass jetzt die anderen Aromen ein bisschen in den Vordergrund kommen. Jetzt auch etwas Waldhonig. Er hat immer noch seine leichte Grillwurstnote drin, ganz fein. Aber auch jetzt die schönen Sherry-Aromen. Jetzt eine schöne Schärfe auch vom Holz, von der Eiche, kommt gut rüber, eine dunkle Süße, immer noch dieses leicht austrocknende am Zahnfleisch ran, die Asche, diese Kohleasche, immer noch eine leichte Öligkeit vorhanden, jetzt auch mit Wasser. Ja, der macht wirklich Spaß. Eine ganz coole Abfüllung. Mit dieser spannenden Cervelat-Note. Sehr spannend, wirklich sehr spannend, was mit diesem Fass und dieser kurzen Lagerzeit erreicht wurde. Ja, jetzt auch ein bisschen Kräuter. So eine Grillmix-Kräuternote. Ja, wirklich toll. Das musst du schon mögen. Also das ist, denke ich, etwas für jemanden, der es kantig, unharmonisch
mag, ist das genau das Richtige. Jemand, der feine, milde, ich möchte jetzt nicht sagen Warmduschermalz bevorzugt, aber das ist schon eine ziemliche Ansage. 3 Jahre Blatt-Tab. Ich glaube, den müsste man auch gar nicht länger drin lassen. Also das ist jetzt schon ziemlich nahe am Peak, würde ich sagen. Viel mehr Fasseinfluss würde ich da gar nicht mehr halten lassen. Ja, eine ganz entfernte dunkle Schokoladennote jetzt noch. Er hat auch ein bisschen was von diesem, in Österreich kennt man das eher, dieses Preiselbeergelee. Auch eine leichte Süße von diesen Preiselbeeren im Hintergrund. Aber der Rauch und diese Grillnote, das ist schon ganz extrem. Und dieser Teer, Bitumen fast schon mehr. Geil. Schöne Abfüllung, Whisky Hut. Top. Finde ich cool. Die eine solche Flasche haben, können sich freuen. Wenn Sie sie schon offen haben, wissen Sie es ja schon bereits. Eine super geile Abfüllung. Peated Ben Nevis hatte ich bis jetzt noch nie. Auch nicht aus so einem Fass. Ja, 1A. Wenn ich Punkte geben müsste, wäre ich glaube etwa 87, 88 Punkte. Eine coole Sache. Eine geile Flasche. Ja, wenn euch das Video gefallen hat zum Peated Ben Nevis aus dem Sherry Blood Tab, dann hinterlasst doch einen Kommentar, einen Like, abonniert meinen Kanal, wenn ihr weiterhin informiert werden wollt über ein bisschen Nerd-Stuff, nicht nur die Core-Range von den Brennereien, dann seid ihr bei mir richtig. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss und bis bald.